Hallo, heute ein Video zum Thema Tracking in DaVinci Resolve 15. Tracking ist das Verfolgen eines bewegten Objektes in einem Clip. Das macht man, um Dinge gegebenenfalls hervorzuheben, die sich im Clip bewegen, oder um Dinge zu verfolgen, um sie unkenntlich zu machen. Ein berühmtes Beispiel dafür ist das Unkenntlichmachen von Gesichtern oder das Unkenntlichmachen von zum Beispiel Autokennzeichen. Ich gehe im Weiteren nicht auf die Tracking-Funktionen unter Fusion ein, sondern beschränke mich auf die Tracking-Funktionen des Color Tabs. Zunächst zur Wirkungsweise des Trackers in DaVinci Resolve. Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, die man beim Tracken oder Optionen, die man beim Tracken wählen kann. Pan, Tilt, Zoom, Rotate und Perspective 3D. Zunächst Pan. Pan ist, wenn die Kamera gerade nach links oder rechts bewegt wird. Dabei dreht sich die Kamera selber nicht, sondern wird einfach nur nach links oder rechts bewegt. Tilt ist, wenn sich die Kamera selber dreht, quasi um ihre Mittelachse. Zoom sollte klar sein, wenn die Kamera an das Objekt näher rangeht oder wegfährt oder ranzoomt oder wegzoomt, dass die Größenänderungen, die sich durch das Objekt im Bild bewegen, erkannt werden. Rotate bedeutet, dass sich die Kamera um ihre Achse selber dreht. Das Objekt oder die Kamera drehen sich also vor der Kamera. Und Perspective 3D ist, wenn sich die Kamera quasi in einer Kreisbewegung vor dem Objekt oder seitlich zum Objekt in der Kreisbewegung bewegt. Das umfangreichste und natürlich auch am langsamsten laufende Tracking ist, wenn man alle Optionen einschaltet, und ich zeige euch jetzt mal, wie sich Verschiedenes auswirkt. Ich habe hier dazu schon mal einen Clip vorbereitet. Und mittels eines Power Windows, und zwar eine Kurve, also das Curve Power Window, dieses Schild hier an der Mauer markiert. Voraussetzung für das Tracken von Objekten ist immer, dass man ein Power Window anlegt. Ob das jetzt ein Viereck, ein Kreis, eine Kurve oder ein Polygon oder eine Kurve ist, ist hierbei völlig egal. Es muss aber ein bewegtes Objekt immer von einem Power Window umgeben sein. Und dieses Power Window wird jetzt getrackt. Und ich mache diesen Track einmal indem ich alle Optionen, die möglich sind, angehakt habe. Das Tracken wird gestartet mit dem Knopf Track Forward. Und man sieht, dass DaVinci Resolve versucht, Punkte innerhalb des Power Windows zu erkennen, um sie auf seinem Weg des bewegten Videos zu verfolgen. Und ich habe hier eine Panbewegung, da ist wahrscheinlich auch ein bisschen Tilt drin, Rotate und Zoom habe ich mit dabei genommen. Und man sieht das Ergebnis. Ist eigentlich sehr brauchbar. Das heißt, ich kann jetzt mit diesem bewegten Objekt oder dieses bewegte Objekt kann ich jetzt gesondert behandeln. Erkennbar wird es daran, dass ich in diesem Node hier oben quasi nur das Power Window noch sichtbar habe, alles andere ist grau geschaltet, oder ich schalte mir über diese Funktion Highlight, schalte ich mir genau die gleiche Ansicht wie auf dem Node ein. Das heißt, alles, was nicht innerhalb des Power Windows ist jetzt einfach im Grau gehalten. Und da sieht man, dass das Schild dem sehr gut folgt. Was passiert, wenn ich die Pan-Funktion ausschalte? Das wird sehr offensichtlich. Das Power Window wird nicht mitgeführt. Also eine Links-Rechts-Bewegung findet nicht statt. Ich schalte Pan wieder ein. Und wir schauen, was passiert, wenn Tilt nicht eingeschaltet wird.
dann sieht man, dass die Punkte aus dem Window wandern. Das heißt, hier ist die Nickbewegung quasi der Kamera nicht beachtet worden. Man sieht hier leider nur die Punkte. Ich muss immer wieder das Power Window einschalten, damit man den Rahmen des Power Windows sieht. Was passiert, wenn man Zoom nicht einschaltet? Dann wird das zwar ganz gut verfolgt, wie vorher auch, nur ich habe hier den kleinen Zoom eingebaut in diesen Clip. Und beim Zoomen stellt man fest, dass DaVinci Resolve den Zoom nicht mitgeht. Und wenn man Rotate nicht einschaltet, erkennt DaVinci Resolve die leichten Rotate-Bewegungen nicht. Das ist hier nur sehr schwer zu sehen, weil ich hier wenig oder relativ wenig Rotieren in diesem kleinen Clip drin habe. Und einiges wird auch aufgefangen durch die Funktion Perspective 3D. Das sieht man jetzt gleich, wie wichtig die wird, wenn ich Perspective 3D ausschalte. Dann verhält sich der Clip, also als wenn ich keinen Zoom hätte, kein Rotate und das Tracking sehr ungenau. Allerdings musste man hier natürlich feststellen, Perspective 3D kostet am meisten Rechenzeit. Als ich das ausgeschaltet hatte, ging das Tracken tatsächlich sehr schnell. So viel zur Wirkung dieser Optionsknöpfe Pan, Tilt, Zoom, Rotate, Perspective 3D. Es gibt noch mehrere Optionen und dazu lasse ich den Track nochmal mit allen angezeigten Funktionen durchlaufen, damit ich einen sauberen Track habe und will im nächsten nochmal die Wirkung des Interactive Mode darstellen. Der Interactive Mode wird hier unten eingeschaltet. Und wenn ich den Interactive Mode einschalte, dann habe ich jetzt die Möglichkeit, ich mache das hier mal ein bisschen größer, Punkte aus dem Tracking herauszunehmen oder dazuzufügen. Dazu gibt es hier dieses Fenster. Und mit diesem Fenster kann ich innerhalb des Power Windows ein Fenster eröffnen und kann hier mittels dieser Knöpfe Punkte hinzufügen. In diesem Falle wird kein neuer Punkt gefunden, aber es wird deutlich, wenn ich Punkte herausnehmen möchte. Dann sieht man, innerhalb dieses Fensters werden Punkte herausgenommen. Das kann ich auch über den Rand des Power Windows durchführen. Aber selbst wenn ich Punkte zufüge, werden in diesem Fenster keine weiteren Punkte außerhalb des Power Windows dargestellt. Und so kann ich, wenn ich ein ungleichmäßiges Power Window habe und habe Tracking-Punkte außerhalb des Objektes, was ich eigentlich verfolgen möchte, so kann ich diese Punkte, die mir mein Track-Ergebnis verfälschen oder ungenau machen, mittels des Interactive Mode und nach Möglichkeit Löschen von einzelnen Punkten, kann ich sie entfernen. Wenn möglich, kann man natürlich auch Punkte zum Power Window hinzufügen, um das Tracking-Ergebnis zu verbessern. Je mehr Punkte DaVinci Resolve findet im Objekt, desto besser wird das Tracking-Ergebnis sein. Es gibt beim Tracken etwas zu beachten. Ich habe das hier mal vorbereitet, indem ich einen Clip genommen habe und ein Power Window, in diesem Fall einen Kreis, gewählt habe, um mein Gesicht zu tracken. Man stellt fest, dass mein Gesicht nicht nur mein Gesicht in dem Power Window ist, sondern dass ich auch noch ein bisschen was vom Hintergrund genommen habe. Wenn ich mich jetzt bewege, so bewege nur ich mich. Der Hintergrund bleibt in diesem Falle starr und man muss hier drauf achten, dass DaVinci Resolve nicht zu viele Punkte außerhalb findet, denn dann wird das Tracking-Ergebnis äußerst ungenau. Ich zeige das hier mal an diesem Clip.
indem ich einfach mit diesem Power Window das Tracking starte. Und man sieht, dass DaVinci Resolve sehr viele Punkte findet, aber vor allen Dingen auch im Hintergrund. Und damit kann Resolve nicht mehr unterscheiden, was soll jetzt eigentlich getrackt werden, und das Tracking-Ergebnis wird äußerst ungenau. Hier könnte man zum Beispiel, wenn man das unbedingt so braucht, hergehen und im Interactive Mode schauen, welche Punkte hat DaVinci Resolve gefunden, und kann jetzt mittels dieses Fensters die Punkte außerhalb entfernen. Nun habe ich nach Möglichkeit alle außenliegenden Tracking-Punkte entfernt und tracke jetzt noch einmal. Und stelle fest, jetzt kann DaVinci Resolve tatsächlich das Objekt nachverfolgen, weil es nur noch die Punkte innerhalb des bewegten Objekts hat. Also, ergo, nach Möglichkeit das Power Window so wählen, dass die Tracking-Punkte nur innerhalb des bewegten Objektes liegen. Noch ein Hinweis, wenn man etwas tracken möchte, und im folgenden Clip möchte ich mein Gesicht unkenntlich machen, so muss ich natürlich ein Power Window wählen, aber mein Gesicht ist sowohl am Anfang des Clips, erst jetzt wird das Gesicht voll sichtbar, und ist vor Ende des Clips schon wieder verschwunden, muss ich ja das Power Window auf dem Gesicht erstellen. Ich möchte es ja nirgendwo anders haben. Dazu wähle ich folgenden Trick. Ich wähle mir einen Bereich, wo ich meine, mein Gesicht wird ziemlich gut viele Punkte haben, und erstelle ein Power Window auf meinem Gesicht, hier ein Kreis. Ich achte darauf, dass ich möglichst keine daneben liegenden Punkte erwische. Sonst wird das Tracking-Ergebnis ungenau oder ich habe sehr viel Nacharbeit, und werde dieses jetzt vorwärts tracken. Man sieht, der Track ist ganz gut, und wenn ich jetzt zurückgehe auf den letzten Keyframe mit diesem Pfeil, dann tracke ich dieses Power Window nochmal rückwärts. Auch hier ist das Tracking-Ergebnis sehr gut. Und wenn ich jetzt in der Mitte wähle und sage, ich möchte hier mein Gesicht unkenntlich machen und schaue mir das Ergebnis an, dann ist mein Gesicht tatsächlich unkenntlich, aber wenn das Gesicht verschwunden ist, bleibt der Unschärfefleck da, wo das Power Window noch existiert. Und rückwärts gezeigt natürlich ebenso. Dafür kann man einen kleinen Trick anwenden. Und zwar wähle ich die Stelle, an der ich das Power Window oder den Effekt jetzt tatsächlich haben möchte, wähle hier die Methode Frame genau und erzeuge mir einen Keyframe. Das funktioniert nur in Frame genau tracken. Das heißt, hier kann ich selber Einfluss auf die Position, Größe und Parameter des Power Windows innerhalb des Tracking Fensters wählen. Die Methode ist etwas, ich sag mal, langwierig, aber sie funktioniert. Jetzt habe ich hier genau den Frame, an dem ich mein Power Window an dieser Stelle habe. Ich schalte mal wieder auf Sicht des Power Windows und gehe jetzt genau ein Track vor. Ein Frame vor, und an dieser Stelle möchte ich das Power Window nicht mehr im Bild haben. Also schiebe ich das Power Window komplett außerhalb meines sichtbaren Bildes in den schwarzen Bereich. Dafür muss man gegebenenfalls mit dem Mausrad hoch und runter scrollen, um das Bild zu verkleinern, damit man an diese Stelle überhaupt rankommt. Und jetzt habe ich folgenden Effekt. Dadurch, dass ich Frame genau gewählt habe, habe ich an der Stelle jetzt einen Keyframe erstellt mit dem Power Window außerhalb des Windows, und gehe ich genau ein Bild vorher, springt das Power Window genau an diese Stelle, an der ich den Keyframe hier erstellt habe, und folgt danach dem Track. An der Stelle, wo ich das Power Window zum letzten Mal haben möchte, hier,
mache ich wieder einen Keyframe, gehe genau ein Bild weiter und schiebe das Power Window außerhalb des Bildes und DaVinci Resolve macht dann wieder sofort einen Keyframe. Das ist die Position. Jetzt habe ich dahinter aber noch von meinem Track-Vorgang einen Keyframe. Den muss ich entfernen. Ich gehe auf diesen Keyframe und wähle über das Optionenmenü den Punkt Delete Keyframe. Jetzt ist der Keyframe weg. Das heißt, die Position des letzten Keyframes gilt. Und wenn ich hier jetzt mit vorletzten Keyframe wähle, habe ich den letzten Frame, wo ich das Power Window haben möchte. Und genau ein Frame weiter ist das Power Window außerhalb des sichtbaren Bereiches und damit auch die Unschärfe nicht mehr sichtbar. Ich gucke mir das Ergebnis an und sehe, hier ist noch ein Fehler drin. Man kann ihn sehen. Ich habe nämlich am Anfang ein Keyframe, wo das Power Window hier steht. Und hier ist erst mein Keyframe, wo das Power Window außerhalb ist. Entweder ich schiebe den hier ebenfalls nach außerhalb oder ich lösche auch diesen Keyframe. Dann ist die Position des ersten Keyframes die Ausgangslage. Und jetzt habe ich das gewünschte Ergebnis. Dass das Power Window dann jeweils außerhalb des sichtbaren Bereichs springt. Es gibt noch einen weiteren Tracker. Ich lösche hier mal den Track und das Power Window. Jetzt muss ich hier natürlich den Box Blur Effekt verändern. Es gibt noch als Tracking-Modus den Cloud-Tracker, den wir bislang immer verwendet haben. Das heißt, DaVinci Resolve wählt sich die erkannten Punkte selber aus in dem Objekt, was es tracken soll, und verfolgt sie nach Möglichkeit. Ich kann das in Maßen beeinflussen, indem ich in den Interactive-Mode gehe, um hier die Punkte selber auszuwählen, dazu zu wählen oder zu löschen. Es gibt aber noch eine weitere Track-Möglichkeit, das ist der Point-Tracker. Den Unterschied zum Cloud-Tracker möchte ich einmal kurz an einem Beispiel in diesem Clip erläutern. Und zwar habe ich hier meinen Fernseher zufälligerweise laufen lassen und möchte den jetzt einmal tracken. Der bewegt sich nicht, macht aber nichts, das Prinzip wird genau daran deutlich. Und zwar wähle ich hier für Power Window Viereck und schließe die Mattscheibe ein. Wenn ich jetzt den Bildschirm versuche zu tracken, wird DaVinci Resolve mit dem Cloud Tracker natürlich innerhalb des Power Windows Punkte erkennen, wird sehen, dass es sich tatsächlich auf dem Bildschirm dreht und wird diese Punkte entsprechend tracken. Und man sieht, das ist nun wirklich nicht brauchbar, wenn ich das Viereck des Fernsehers tracken wollte. Wie gesagt, er bewegt sich nicht, aber das Prinzip wird hier zwischen dem Cloud und dem Point-Tracker deutlich. Gehe zurück, resette mal die Track-Datas und gehe jetzt hier auf den Point-Tracker. Jetzt muss ich für das Tracking-Ergebnis selber Punkte wählen. Und das tue ich hier mit dem Punkt zufügen bzw. Punkt löschen. Ist ein bisschen tricky, weil DaVinci Resolve erstellt neue Punkte immer in der Bildmitte oder hier nicht mal in der Mitte. Aber ich hatte vorhin schon mal Punkte erstellt, normalerweise in der Bildmitte. Und man muss sie einzeln verschieben. Und ich erstelle jetzt einfach mal vier Punkte für die vier Ecken des Bildschirms. Jetzt vergrößere ich das und wähle Punkte, die den Bildschirm zwar beschreiben, also seine Bewegung beschreiben, aber die Punkte des Bildschirmrandes bewegen sich nicht, aber der Bildschirmrand ist natürlich genau gleichbedeutend mit dem Bild, welches sich im Fernseher befindet. Jetzt habe ich vier Punkte definiert mit dem Point Tracker und tracke diese. Und jetzt stellt man fest,
dass sich diese Punkte tatsächlich nicht bewegen. Das heißt, hier bleibt auch also das Power Window in diesem Rahmen enthalten. Das Interessante dabei ist, dass man das Power Window an dieser Stelle zwar erstellen kann, das aber mit den Punkten selber nichts zu tun hat. Das heißt, die Punkte des Point Trackers müssen noch nicht mal in dem Power Window sein. Das heißt, man kann damit das Power Window und damit das zu verfolgende Objekt anhand von Bewegung ganz anderer Objekte durchaus ebenfalls tracken. Das heißt, das Ergebnis bleibt in diesem Falle völlig gleich, weil sich die Punkte da außen nicht bewegen. Ich will damit nur zeigen, dass die Punkte des Point Trackers sich überhaupt nicht innerhalb des Power Windows befinden müssen. Anders als beim Cloud Tracker, dort liegen die Punkte immer innerhalb des Power Windows. Wenn ich das tracke, ist das Ergebnis genau das gleiche, weil sich die Punkte hier ja außerhalb des Power Windows nicht bewegen. Das ist eigentlich alles, was es hier zu diesem Tracker zu sagen gibt. Es gibt noch Besonderheiten. Eine Besonderheit ist, dass DaVinci Resolve leider keine Formen tracken kann. Um das zu verdeutlichen, habe ich hier mal einen Vogel mit einem Power Window Curve mal markiert und versuche jetzt diesen Vogel zu tracken. Der Vogel bewegt sich. Und hier sieht man dann ziemlich deutlich, wenn er den Kopf bewegt, den Schnabel verändert, dass DaVinci Resolve dieser Bewegung nicht folgen kann. Ich habe gute, große Hoffnung, dass DaVinci Resolve, Blackmagic Design, diese Funktion, eine Form zu tracken, in einer späteren Version von DaVinci Resolve ebenfalls noch realisiert. Eine weitere Besonderheit, die ich hier nochmal zeigen möchte, ist, dass man auch Tracks von einem Node zum anderen kopieren kann. Ich habe dazu hier mal einen Clip vorbereitet, der ist in der Farbe relativ flach, aber ich möchte ihn halt so haben, aus welchen Gründen auch immer. Und hier soll ebenfalls mein Gesicht unkenntlich gemacht werden, aber ich habe das schon versucht. DaVinci Resolve kann in diesem Clip nicht so gut Punkte finden, weil schlichtweg nicht genügend Kontrast da ist und damit ist das Tracking-Ergebnis nicht brauchbar oder nicht so gut, wie ich es gerne hätte. Dann habe ich schlichtweg einen Trick angewandt, indem ich auf der freien Fläche, hier wo die Nodes angelegt werden, habe ich die rechte Maustaste gedrückt, Add Node und einen korrekter Node erstellt und einfach den Eingang des oder den Ausgang des Clips auf den Eingang des Corrector Nodes gelegt und habe diesen Corrector Node schlichtweg genommen. Ich zeige den hier mal, indem ich diesen Strang mal zur Ausgabe bringe. An diesem Node grässlich an den Reglern gerissen. Ich habe Gamma erhöht, ich habe den Kontrast erhöht und habe damit versucht, egal wie das restliche Bild aussieht, den interessanten Bereich so deutlich zu machen, dass DaVinci Resolve beim Tracken genügend Punkte findet. Dann habe ich ein Power Window darauf erstellt und den Track durchgeführt. Und man sieht anhand des Tracks, den ich schon mal vorbereitet habe, dass der richtig gut geworden ist, aber ich möchte das ja nicht auf diesem haben. Ich könnte jetzt natürlich mit Reset Node Grades und ähnlichem arbeiten und meine gemachten Änderungen zurücknehmen, aber damit würde ich ja alle Änderungen verlieren. Das möchte ich nicht, sondern ich möchte diesen Track eigentlich genau auf diesen Clip übertragen. Ich nehme diesen Clip mal wieder in die Ansicht, schneide den anderen ab und das funktioniert aber nicht, indem man den Track kopiert. Dabei kommt tatsächlich nur Mist raus. Wer es möchte, kann das gerne mal probieren. Copy Track Data, hier ein Power Window erstellen und Paste Track Data. Das funktioniert nicht, sondern man muss das Power Window kopieren. Und im Power Window verbergen sich ebenfalls die Trackdaten. Ich habe hier über das Menü Edit Copy das Power Window kopiert, gehe auf mein Zielnode und mache über Edit Paste das Power Window hinein. Und jetzt sieht man, dass auch die Trackdaten aus dem Quellnode übernommen worden sind in den Zielnode. Und jetzt kann ich hier in meinem Zielnode genauso die Tracking-Daten haben wie
in meinem Quellcode. Und wenn ich jetzt wieder den Boxblur dort reinbringe, ich mache das immer genau so viel, dass man es gerade nicht erkennen kann, damit es sonst nicht so auffällt. Ich mag das nicht, wenn da so weiße Flecken sind. Dann kann ich ganz normal mit dem Power Window in dem von mir gewünschten Clip arbeiten. Diese beiden Nodes werden jetzt tatsächlich nicht mehr gebraucht, weil ich habe den Clip, den Track ja übertragen. Das heißt, ich kann die jetzt einfach wortlos weglöschen und es bleibt nur noch mein eigentlicher Clip, den ich gerne haben möchte, mein eigener Node, den ich gerne haben möchte, bleibt übrig und habe das Tracking-Ergebnis aus dem anderen Node übertragen. So viel zu den Tracking-Möglichkeiten von DaVinci Resolve im ColorTab. In diesem Sinne, tschüss.